besseres Angebot. Ach, Schmarrn Platten hat Spiele bei Hoffenheim, weil ich vorhin irgendwas gesagt habe mit dem Club, der Spiele bei Hoffenheim. Machen wir 8-5. Ja. 8-5 würde gehen. 8-5 würde gehen. Könnte sich durchaus vorstellen. Okay, dann bin ich gespannt. Oh, will der viel. Will der viel. Werde dich zu einem besseren Spieler machen. Option für Spieler 2 Jahre müssen wir da fast machen. Abstieg ablösefrei. Ist das krass, ha? Also man merkt, es ist jetzt eine ganz andere Sache hier von den Verhandlungen, die man hat. Da geht's jetzt um ein bisschen mehr Geld als noch vor einem Jahr. Aber das ist schon echt richtig brutal, so viel hinzublättern. Zu Null Bonus. 2000. Nicht Abstiegsprämie. 50.000. Und hier 1,8, aber das ist schon, also 1,8 ist schon, ui. Aber ich mach's jetzt mal. Nein, wird nicht genehmigt, der Vorstand, okay. Weil es doch so stark drüber liegt. Dann machen wir mal hier 100.000 Ligaspielbonus. 75 und nicht, oder kein Gegentor kassieren, 3.000. Und hier 4.000. Ein 7 geht auch nicht. Ein 6 ginge. Oh Gott, das wird brutal. So, Getafe, da unterzeichne ich jetzt mal. Jetzt will ich nichts mehr riskieren. Die gehen auf 1,9. Ist in Ordnung, kann er hingehen. Und glaube ich, ein Angebot kommt noch von Espanyol Barcelona. Oh, Paris steht ab sofort unter Vertrag. Sehr, sehr geil. Rückennummer 17. Das können wir eigentlich mal ändern, oder? Da haben wir denn nichts Gescheites. Da kommt, kriegt er die 17 auf der Pressekonferenz. Wieder Mukhtar. Frankfurt kommt an Mukhtar. Nee. Keiner kriegt hier jemanden. So. Okay. Ich hoffe, dass mit Plattenhardt klappt. Opare, alle freuen sich. Stimmung steigt um 2 Punkte. Alle Spieler mit schwacher Moral gewinnen 5 Moralpunkte. Wie geil ist das denn? Guter Transfer, also auch in dem Sinn. Herzlich willkommen, Freundchen. Wunderbar. Zack, zack, zack. Gehen wir dann mal rein. Erste Mannschaft, stellen den gleich mal mit auf. Opare. Rechtsverteidiger für Schwertfeger. Rode für Neumann. Und Neumann für Franz. Und sind bei einer 796. Wohlgemerkt momentan noch ohne Borschuk, ohne Scheibe. Günther, der ja eigentlich hinten spielt. Also es sieht richtig stark aus. Es sieht sowas von stark aus, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. So, und was ich jetzt noch schnell machen will, ist mich auch auf dem Transfermarkt nochmal nach Spielern umzusuchen. Alles zurücksetzen erstmal, die vereinslos sind. Ui, und da finden wir nochmal ein bisschen was. Wie schaut's denn jetzt mit Meier aus? Da kam auch noch nichts bei rum, ne? Da schaut's doch schon mal nicht schlecht aus. Talent. Philipp Lahm ist ohne Verein. Das passt mal auf. Schade. Das wär's gewesen. Tevez Yeşil. Samet Yeşil. Aber da haben wir schon Junge. Ne, will ich jetzt eigentlich eher nicht, auch wenn er geil wäre. Lorenzo Tassi. Oh. Guckt euch mal den an, ey. Würde der kommen? Nee, vom Gesamtpaket nicht überzeugt. Pedro Little. Was? Vicelich oder so? Valotti, Livaja. Lauter Junge, geile. Aber ich habe hier gerade einen entdeckt, den seht ihr auch, ne? Paul Quaye. Gutes Gehalt, könnte ihn überzeugen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel der will. Das ist der, den wir schon down im Blickfeld haben. 3,5 Talentsterne, der wäre was für die zweite. Spielst sicher auch mal in der... Nein, du wirst für die Reserve, muss ich ihm eigentlich sagen. Große Zukunft, musst aber Geduld haben. Oh, 3 Jahre will er gar nicht. 2 Jahre. Aber den probieren wir mal. Option für Spieler, kriegt er 2 Jahre, ganz klar. Wieso nicht? Okay, Auflaufprämie. 1000. Torprämie 1000. So, und dann machen wir hier noch 600.000. Ja, komm, ab der Fisch.
600.000. Hauen wir mal raus, Paul Quaye wäre geil. Wäre richtig geil. Ja, dann geht's schon ein bisschen bergab, ne? Sonst Pedro, ey, Alter, was wollt ihr mich verarschen? Santi Cazorla und Co. Die alle gerade noch keinen Verein finden. Wie krass ist das denn? Xabi, Donovan. Das wäre eigentlich auch nochmal ein cooler. Landon Donovan, aber macht jetzt auch nicht mehr großartig was aus. Also bringt jetzt nicht mehr viel. Was ist denn jetzt mit Meyer los, Mensch? Ich dachte schon, der wird jetzt hier nicht aufgeführt. Hier unten ist er. Bisher scheint alles möglich. Gucken wir mal rein. Da gucken wir doch mal rein, ob das was wird. So, haben wir jetzt mal noch der nächste Transfer durch ist. Wen haben wir denn jetzt noch? Jetzt blicke ich schon nicht mehr durch. Europa League erste Runde. Ist uns erstmal egal. Lassen wir mal so durchlaufen. Vereinsrekord für uns sogar. Krass. Und wir sind uns einig. 8,5 mit Platte. Ich hoffe mal, das klappt mit Plattenhardt. Aber ich glaube es eher nicht. Also da wird er nicht ganz zufrieden sein. Das Einzige, was uns so ein bisschen Mut macht, ist vielleicht, dass wir international spielen und er dadurch vielleicht kommen möchte. Ich glaube es aber eher nicht. Vom Zusatzurlaub zurück. Borsjuk und ein Scheibel. Sehr schön. Eine Verantwortung übernehmen. Macht er nicht. Okay. Patrick Stark auf Transferliste und Kaderanalyse beendet. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Und was ist jetzt gerade los? Wieso ist hier alles rot und so weiter? Können wir die gleich nochmal aktualisieren oder was? Super, na das hat's ja gebracht. Habt ihr das gesehen? Da war jetzt kompletter Käse hier. Komisch. Okay. Natürlich jetzt wieder perfekt, wenn du in der Saisonvorbereitung gleich nochmal den Kack machen darfst. Aber gut. Was wollen wir machen? Wir machen mal Mannschaftsaufstellung, kommen auf 810. Ist das geil? 810 auf der Bank hocken, auch ein paar gute. Rode, Borsuk, Günther, Opare links, Gnabry, Schalbe. Also Stand jetzt sieht's gut aus. Jetzt gucke ich nochmal schnell rein in die Transfervorbereitungen. Denn so langsam blicke ich jetzt nicht mehr durch, beziehungsweise hier rein. Genau, Plattenhardt wollten wir noch. Plattenhardt, müssen wir jetzt mal gucken. Einigung mit Aachen erfolgt. Hoffen wir mal. Plattenhardt, Meier und Quaye. Wobei Quaye ist ja mehr so, na, ihr wisst, was ich meine. Also brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also ist jetzt mehr so ein Zweitransfer. Wir machen hier mal 70%. Gehen hier ruhig wieder unsere. Machen wir mal ein bisschen niedriger, 42%. Keine Abseitsfalle, bisschen mit. Machen wir mal 40, komm. Konterspiel, Spielmacher Meier. Vorne drin Scheibel. Versuchen, Kurzpassspiel durchzuziehen. Flügel, Pressing, 50%. Okay, den Rest lasse ich mal. Dann würde ich sagen, speichern wir mal noch schnell, dass da nichts verloren geht. Und dann gehen wir mal schnell rein und gucken, wie wir das erste Testspiel machen gegen Trabzonspor, gegen den türkischen Vertreter. Hoffen einfach mal, dass das relativ erfolgreich über die Bühne geht. Natürlich sofort Berichtung, gar keine Frage. Wir verlieren das heute nicht. Die haben eine 745. Weiß nicht, wie weit die schon sind mit ihrer Vorbereitung, keine Ahnung. Aber wir machen das bisher relativ gut, gefällt mir. Noch 0-0 aber. Jetzt bringe ich mal, wen bringe ich denn? Ich bringe mal Weißer für Gnabry. Ich bringe mal Parker vorne rein. Und ich bringe Jones. Sagen wir mal Assistent. Wusst ihr, dass ihr das packt? Denk mal, für das erste Spiel sieht das schon mal ganz, ganz gut aus. 1-0 Parker, macht da gleich die Bude, sehr schön. Hoffentlich bleibt es dabei. Immer noch 1-0, jetzt werden wir nochmal schnell wechseln. Jetzt bringe ich noch einen Unai hinten rein und einen. Ne, den Rest lassen wir auf der Bank, das passt. Und jawohl, es bleibt beim 1-0, also erstes Spiel, gleich mal erster Sieg in der Vorbereitung gegen Trabzonspor. Sicherlich keine schlechte Mannschaft bei uns, Schwertfeger der beste Mann, natürlich der gerade überhaupt nicht zufrieden ist, ne? Will sich da vielleicht auch nochmal für einen anderen Verein empfehlen, ganz klar, Parker mit dem Tor. Und dann gucken wir mal, ob es demnächst wieder, genau, hier das Angebot gibt. 1,7. Ich unterzeichne jetzt einfach mal auch. Nicht, dass wir am Schluss auf ihm sitzen bleiben, möchte ich jetzt nichts riskieren. Angebot abgenommen. Jawohl, Mölders wechselt zu Dresden zum 9.7. Mit ihm kann ich jetzt leider nicht mehr quatschen. Wir nehmen ihn aber auch hier mal mit auf. So. Quaye, die machen ein verbessertes Angebot. Gehen wir auch nochmal rein. $6,25. Ich meine, recht viel mehr brauchen wir da jetzt nicht bieten. Vor allem wird doch der Gegner dann nicht so stark mitgehen können. Die haben doch nicht so viel Kohle, oder? Merchandising, Badeschlappen. Nein, Legendenshirt. Ohne Vuvuzela hier. Schade, schade. Okay, und dann schauen wir. Na, hier nochmal rein. Datenbank aktualisiert. Okay, so. Was ist jetzt mit einem Plattenhardt?
Was ist da los? Dresdner feiern Ralf Luthl, Mölders ab sofort bei der Dynamo. Ist ein geiler Transfer, denke ich mal, für die Dresdner. Absolut. So, und Meier will nochmal anscheinend ein bisschen mehr. 900.000. Und du kriegst noch eine Torprämie, Freund. Von 1.000. So. Gucken wir mal rein, ob das klappt dann bei ihm. Momentan haben wir ja noch ein bisschen Geld. Ach, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? So, Meier ab jetzt unter Vertrag, Rücken Nummer 19 akzeptieren, sehr schön. Und er wird auf der Presse vorgestellt. Okay, Schwertfegerwechsel zu Getafe, er ist weg. Schwertfeger ist weg, Gott sei Dank. Ist irgendwie so ein bisschen eine kleine Erleichterung, muss man einfach mal sagen. Jetzt ist hoffentlich der Weg frei für Plattenhardt. Šefčík wechselt, Quaier Wechselleiter hier zu den anderen. Šefčík traurig über Abschied. Dieser Verein war ein Teil meines Lebens und ich werde die Mannschaft, die Fans und den Trainer immer in guter Erinnerung behalten, meint er. Vielleicht komme ich ja eines Tages zurück. Wer weiß. Ja, also Šefčík auch sicherlich viel beigetragen, aber man merkt einfach, dass so langsam eben manche Jungs den Platz räumen müssen, weil Bundesliga dann doch ein bisschen anderes Geschäft ist, ne? Als die zweite Liga, ganz klar. Jetzt möchte ich nochmal spaßeshalber reinschauen, in die Verträge, wie denn so das Gehalt aussieht. 1-2 Opare, also Plattenhardt wäre schon der absolute Topverdiener. Zukünftige Wechsel, da ist noch nichts mit drin. Wir gehen mal schnell rein. Verhandlungsstatus, Plattenhardt. Wechsel zu ihnen. Ja, aber wann, Freunde, wann? Hoffentlich ziemlich bald. Das wäre so nice. Asulones begeistert. Schwertfeger kommt von Aachen. Zur Getafe für 1,9 Mille, sehr schön. Und Šefčík zu Rostock, sprich kommen insgesamt auch nochmal 2,5 in unseren Pott. Das freut uns. Hier haben wir nochmal Opare mit dabei. Hier haben wir nochmal Rode. Also beide von Frankfurt weggekauft. Sorry Arno, aber musste ich hier mal ein bisschen hier bei Frankfurt wildern. Aber das geht schon in Ordnung. Noch ein Meier, der dazukommt. Und ein Schwertfeger, der uns verlässt, kommt natürlich hier mit rein. Ganz klar. Und wir kriegen, glaube ich, ein neues Angebot. Und jetzt müssen wir uns eigentlich auch mal so langsam schon um die nächsten Transfers kümmern. Schauen wir mal rein. Rani Khedira, okay, alle spielberechtigt. Neues Sponsorenangebot, das machen wir mal schnell. Postbank. Summe erhöhen. Unterschreiben, okay. Vier neue Nachrichten. Jetzt, Mann, ich will eigentlich noch warten, bis ein Plattenhardt Ja oder Nein sagt. Und mich dann umgucken. Aber jetzt ist Dragovic hier auf die Transferliste schon mal gesetzt. Und ich will ihn ja eigentlich schon. Okay, hält den Verein nicht für attraktiv genug. Von dem her klappt das auf jeden Fall schon mal nicht. Scouting abgeschlossen. Zuber, Scout kehrt zurück. Tekelioglu. Dann haben wir gesagt, Ginter oder Bikacic. Dann bin ich aber doch für Bikacic, muss ich sagen. Bikacic, nicht einfach zu schreiben. Gott sei Dank habe ich den richtig aufgeschrieben. Kaufangebot. So, jetzt lasst mich, wartet mal, bevor wir reingehen, ich hoffe, das geht, ja, das geht. Bevor wir reingehen, ich will jetzt mal ganz, ganz schnell gucken. Ihr merkt, ich switche hin und her, ich kann mir das gerade nicht merken. Aber Plattenhardt haben wir gesagt, wie viel haben wir da gegeben? 8 Mille, ne? Das heißt, es würden noch 7 übrig bleiben. Nicht, dass wir jetzt halt hier drüber gehen. Bikacic, so rum. Nicht, dass wir jetzt da vom Budget her drüber gehen und probieren das mal. Das heißt, 8 haben wir jetzt gesagt, 15 haben wir 7 übrig, sowas rum. 7 Millionen. Ich möchte gerne in einem anderen Team spielen. Also eigentlich, es müsste für ein bisschen weniger auch klappen. Es müsste für ein bisschen weniger eigentlich auch klappen. 6,5. Wird sich wieder melden. Okay, wir haben das nächste Spiel. Gehen wir gleich an. Zack, zack. Erste Mannschaft. Wollen wir da großartig durchtauschen? Ich bringe jetzt mal Weißer für Gnabry, der hat die bessere Form. Schwan vorne rein für Scheibel und Meier raus und Juns rein. Ja, dann passt das erstmal. Meier nehmen wir mal mit, den guten Alex für Franzi. Und dann starten wir durch. Gucken wir, ob das klappt. Also wie gesagt, ein paar Transfers sollen wir noch tätigen, das ist klar. Wir gewinnen das. Gegen wen spielen wir überhaupt? Gegen Samsunspor? Nee, ein paar Transfers wollen wir noch tätigen. Juns mit dem 1-0. Und dann denke ich mal, sind wir gut gerüstet für die neue Saison. Frage ist halt weiterhin, was macht man mit einem Scheibel? Was macht man mit einem Scheibel? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. 2-0 Parker, Vorlage Borschuk, sehr schön. Gucken wir mal rein, ob noch was geht. Jawohl, Parker, Vorlage Meier, genau das wollte ich, dass Meier auch nochmal mit an dem Tor beteiligt ist. 4-0 Parker, wieder Meier mit der Vorlage. Also 4-0 gegen Samsunspor, auch ein gutes Ergebnis. Mal schauen, wer der beste Mann war.
Parker mit 3 Toren natürlich, Junes mit einem, Boyschuk mit einer Vorlage, Meier mit 2 Vorlagen. Knorke, also bisher 2 Testspiele, 2 gewonnen und beide zu 0. Wunderbar. Abseitsfalle müssen wir noch ein bisschen trainieren, das kriegen wir aber alles, denke ich, noch gebacken. Das sollte nicht das große Problem sein. Da ist in der, was immer, Europa League die nächste Runde ausgelost worden. Da sind wir aber noch nicht dabei, oder? Nee, wir müssen erst hier in den Playoffs mit ran. Das ist das Gute. So, Plattenhardt. Wir müssen nochmal was verbessern. Mein wichtigster Spieler, das will ich ihm aber eigentlich nicht sagen, weil das ist er nicht. 4 Jahre. 2 Jahre ist eher positiver, aber 2 Jahre. Nur 2 Jahre. Zu 0 Bonus können wir nochmal auf 4000 hoch. Von mir aus auch auf 4,5. Mann. Was machen wir bei ihm noch? Wollen wir nur die 2 Jahre machen? Wir können höchstens nochmal 3 Jahre probieren und 1,7, ob das klappt. Ja, das würde auch noch klappen vom Vorstand her. Bitte, drück die Daumen. Ich will Platte haben. Ich will den Platte haben. Hoffentlich kommt er noch. So, jetzt gibt es erstmal ein paar Pressekonferenzen. Konferenzes oder was auch immer. Trainingslager beendet. Okay, Herr Gotha, Trainingsziel erreicht. Standesgemäße Vorstellung, Opare. Zack. Vertrag von Schwenke läuft aus. Auslaufenverträge, da haben wir noch ein paar. Aschong ablehnen. Alter, Aschong geht ganz schön runter. Der will anscheinend weg hier. Aber was ich auch immer nicht verstehe, wieso kann ich... Das habe ich doch jetzt schon wieder eingestellt. Transferstatus ändern. Mann, das muss hier wieder ein bisschen weiter hoch noch. So. Okay. Kader... Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Und das noch. Yalcin auch ablehnen. Kaderanalyse beendet. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn es jetzt wieder so failt. Ja, wieso ist denn... Was ist denn da los? Wieso sind wir denn da schlecht besetzt? Das stimmt doch gar nicht. Wo ist denn da bitte was schlecht besetzt? Wir sind für den Aufsteiger top besetzt, muss man sagen. Aber irgendwie, der sieht nur auf rechts, weil wir da 2 gute haben mit Gnabry und Weißer wahrscheinlich. Und vorne, weil wir mit Scheibel, Park und Kovic haben. Das ist gut. Gibt's doch gar nicht. Komisch. Kandidaten für Vertragsverlängerung: Scheibel, Meier, Gnabry, Schwinke. Ohne Perspektive: Parker, Gotha und Meier. Ja gut, Meier haben wir ja so ein bisschen noch geholt als erfahrenen Mann da, ganz klar. Dass der jetzt halt nicht alles machen oder alles reißen wird hier. Das ist mir schon klar. Nee, aber ich will jetzt Platte haben, Mensch. Gucken wir rein. Aachen mit Angebot in neuer Dimension. Und Bikacic. Boah. Bist Stammspieler. Hat er nicht sogar 7er Qualitäten? 7er Führungsqualitäten? Jetzt kann ich ihn mir hier nicht mehr angucken, oder wie? Natürlich nicht. Toll. Super. Nur hier kann ich draufklicken, Aachen. Aber da komme ich nicht ran an ihn. Obwohl doch, passt auf. Nee, Vergleich kann ich hier nicht. Scheiße. Aber ich glaube, er hatte doch 7er Qualitäten. Sonst hätte ich es sagen können, mittelfristig wirst du mein, im nächsten Jahr wirst du mein Kapitän. Aber gut. 3 Jahre, schrauben wir runter auf eine Mille, wenn das irgendwie hinhauen sollte. Auflaufprämie 3000. Zu 0 Bonus kriegst du auch nochmal 1000. Das motiviert doch nochmal alle. Option für Spieler ein Jahr. Okay, und dann können wir noch ein bisschen hoch. Auf 1,3. Nee, dann machen wir lieber hier noch was. 1500 und dann auf 1,2. Oh, ein bisschen was müssen wir noch tun. Ein bisschen was müssen wir noch. Machen wir noch die Auflaufprämie. Aber das lässt ihn alles kalt irgendwie, ne? Das lässt ihn alles kalt. Okay, dann müssen wir... Endete, wir probieren es einfach. Mit den 1,2. Wir bieten jetzt einfach 1,3. So. Wahrscheinlich unterschreibt der jetzt schnell, ne? Und ein Plattenhardt braucht ewig, bis der sich mal entscheidet hier. Der Wahnsinn. Und ist es so? Nee, ist nicht so. Bikacic akzeptiert. Zack, 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 zack. Okay. Erste Mannschaft nochmal schnell rein. Huschen. Aber ich glaube, das passt. Ne, Parker stellen wir jetzt mal vorne rein. Meier eigentlich auch top drauf, aber da lasse ich mal Junes spielen. Ja, Scheibel, da müssen wir uns jetzt dann langsam echt mal Gedanken machen um einen Philipp Scheibel. Sofort Berechnung. Ich will heute sehen, dass ihr Gras fresst.